Es ist Dorffest in Thiersee am 3.8.24. Es ist der Blick vom Gipfelkreuz über Meierhof, wo ich ja seit so vielen Jahren schon hinfahre. Und ich dachte, ich mache mal ein kleines Video, wo ich euch erkläre, was da wohl zu sehen ist. Ich habe nicht mehr sehr viel Akkuladezeit, aber ich zeige es euch trotzdem. Das ist der Ort hinter Thiersee. Da wird gerade ein Hotel erweitert, wie ihr seht. Und eigentlich und im Prinzip, bis auf ein paar Häuser, hat sich in den letzten 40 Jahren nicht viel am Ortsbild verändert. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist quasi, Gott sei Dank, ein Geheimtipp geblieben. Hier hinten die Berge im Hintergrund, das ist rechts der Wilde Kaiser und links der Zahme Kaiser. Ein wunderschönes Bergmassiv, also wirklich auch beliebt bei Bergtouristen und allerhand. Und da wird unter anderem auch auf der rechten Seite, Wilden Kaiser, wird auch der beliebte Bergdoktor gedreht fürs ZDF. Der grüne Hügel im Vordergrund, den ihr da seht, von da aus hat man einen wunderbaren Blick hinunter ins Thierseetal und auf den Thiersee hinunter. Es ist ein, ja, es ist ein ordentlicher Gang für den Nachmittag. Und da war ich auch schon ein paar Mal oben, als ich noch ein bisschen besser laufen konnte. Unterhalb ist eine Isländer-Pferdezucht, wie es auch hier und im Hintergrund ist auch noch mal eine Pferdefarm, relativ viel Pferdezuchten gibt. Da schwenke ich jetzt durch. Das ist also quasi die Auffahrt, die hintere Auffahrt nach Thiersee. Da hinten, hinter diesem Bergrücken, ist quasi das Inntal. Jetzt kommt kurz der Stamm vom Bergkreuz, vom Gipfelkreuz. Und da hinten ist das Sonnenwendjoch, was man nicht so gut sehen kann. Und diesen Baum da hinten in der Mitte, den fotografiere ich ja relativ oft. Das ist so mein Druidentor, weil das also immer ein faszinierendes Motiv ist. Immer wieder, jedes Jahr mache ich ein Video davon. Das ist also mein Refugium für so viele Jahrzehnte, anfangs mit meinen Eltern, zu allen möglichen Jahreszeiten und Wetterbedingungen. Ich nehme mal diese Einstellung, muss ich unbedingt den Kran sehen. Und hier im Vordergrund der Hof, der so im unteren Drittel sich befindet, längsseits, das ist der Meierhof, wo ich Urlaub mache, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Der Hof hatte... Die Bäuerin des Hofes hatte 10 Kinder und 3 Kinder waren ungefähr in meinem Alter. Und ihr könnt euch vorstellen, für mich als Einzelkind war das ein Paradies. Und ist es immer noch, wenn man ja immer wieder die Kinder trifft. Die haben natürlich alle, sind jetzt erwachsen und haben ihre eigenen Wege eingeschlagen und ihre eigenen Familien. Und trotzdem, da gab es nie einen größeren Streit in der Geschwisterschaft. Das ist wunderbar. Und die Burgel, die alte Bäuerin, die wird... nächstes Jahr, glaube ich, sogar 90 Jahre alt und ist noch für ihr Alter fit. Wie gesegnet ist das denn? Ja, das ist der Blick auf den zahmen Kaiser, den wilden Kaiser und die Isländerzucht auf dem Meierhof. Und hinter dem Rücken, den grünen Rücken, den ihr seht, geht es dann auch schon Richtung Kufstein. Es ist alles sehr nah beieinander. Ich kann es immer nur wieder empfehlen als Feriendestination. Man kann hier schön und preiswert Urlaub machen. Vor allen Dingen auf dem Meierhof, den ich immer wieder empfehle. Und es ist eine schöne Zeit, man kann eine schöne Zeit verbringen. Heute spielt die Blasmusikkapelle von Thiersee, die ja auch einige Landesmusikwettbewerbe gewonnen hat. Ein wunderschönes Blasorchester, die wunderbar spielen, also... nicht so, wie man es sonst vielleicht von Blasmusikorchestern erwarten könnte. Alle wunderbar in Trachten gehüllt. Also wunderbar. Ich finde, dass wohl eine Tradition auf eine positiven Art und Weise gepflegt wird. Und sie spielen wirklich sehr, sehr schön und sehr sauber. Und das sind alles Laienmusiker und haben einen wunderschönen Sound. In Österreich ist das ein bisschen anders mit der musikalischen Erziehung, nebenbei gesagt. Ja, das ist also... hinter Thiersee, ich mache noch mal einen Schwenk im Finalen, die Baustelle, das Volks-, also das Dorffest, da unten ist eine alte Sägemühle, das Haus, was da ein bisschen einzeln steht, das gibt es auch schon seit bald 50 Jahren und so weiter und so fort. Ein bisschen Erosion, wie man sieht, auch hier geht der Klimawandel nicht spurlos vorbei.
Den Hügel beobachte ich jetzt bestimmt seit 10 Jahren und der ist in Bewegung. Da sind auch schon Geologen von der Universität Innsbruck dran, wie ich weiß, die das genau beachten, weil das ja auch sehr viel Ausschluss gibt über den Klimawandel im alpinen Raum. Alles ein großes Feld und nichtsdestotrotz kann ich hier immer wieder zur Ruhe kommen und Ruhe tanken und bin da sehr, sehr dankbar für mein zweites Wohnzimmer, wie ich es immer nenne, und ein Zuhause auf Zeit, wo ich zu mir finden kann. Das kann ich nur jedem anderen empfehlen. Das ist Hintertiersee, das ist der Blick vom Gipfelkreuz hinunter ins Dorf. Ich möchte euch nur die Kräne ersparen, die von dem Neubau von dem Hotel da sind. Muss nicht sein, ist wichtig für die Infrastruktur, aber so fürs Auge muss es jetzt gerade nicht sein. Und der Kaiser ist schon einfach imposant. Da kann man auch, wer mit dem Auto unterwegs ist, drumherum fahren. Es ist unfassbar, jeder Kilometer einen anderen Blick und es hat was von den Dolomiten und ist nur gerade mal eine Stunde von München entfernt. Es ist fantastisch. Also, das ist mein Hintertiersee. Morgen fahre ich wieder nach Augsburg zurück. Aber ich werde hier nächstes Jahr oder sobald ich mal wieder 2, 3 Tage frei habe, wieder herkommen. Wie seit 1978. Unfassbar. Ich fahre übrigens jetzt länger hierher als meine Eltern. Ja. Damit sei es beschlossen. Servus an alle und genießt die Aussicht, egal wo ihr seid.